Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Sherlock Holmes, das Geheimnis des silbernen Ohrrings. Im letzten Part habe ich mich diesen Bildern hier gewidmet und den Tieren, die darin abgebildet sind, um die Arche damit zu befüllen und ich glaube, irgendwas erfinden wir dann. Keine Ahnung, ist schon zu lange her. Ja, als ich das nicht geschafft habe, was ja zu erwarten war, habe ich das offscreen mal erledigt, beziehungsweise vor ungefähr 10 Tagen das Rätsel gelöst. Und seitdem halt noch nicht wieder gespielt. Und jetzt muss ich erstmal wieder gucken. Ich muss das Rätsel quasi jetzt nochmal lösen. Aber es sollte einfacher sein. Jetzt erstens mal kurz die Tiere nochmal wieder finden. Hier war das Reh, genau. Das ist. Warte, was waren nochmal die Dinger? Ufer war das Tal, genau. Das war im Tal. Also das zweite Tier ist schon mal das Reh. Das zweite Tier, das ist das Reh im Tal. Hier hatten wir den Bären, den hatte ich ja auch schon gefunden. Dachte ich erst wäre am Ufer. Ist allerdings tatsächlich, was war das hier nochmal, wie haben sie das hier genannt? Aus den Bergen. Ja, genau, Gebirge war der Art da, richtig. Sieht man hier die Berge so ein bisschen. Das dritte Tier ist der Bär. Das hier war halt absolut scheiße, dieses Bild. Hier unten ist eine Krabbe. Das sind die Scheren. Hier eine und hier ist irgendwie so der Körper. Alter, ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, ob das wirklich so gemeint ist, aber es passt auf jeden Fall. Ich habe es getestet. Also am Ufer sitzt die Krabbe hier unten. Das war eine Scheiße, das zu finden. Irgendwann habe ich mal so ein bisschen nach Ausschlussverfahren gedacht, dass irgendwie alles andere kann ich hier auf Teufel komm raus nicht erfinden. Und naja, Scheren als Blätter zu zeichnen ist eigentlich schon gar nicht so dumm. Und naja, dann ist mir aufgefallen, dass es tatsächlich auch hier gemacht wird. Deshalb kam ich dann irgendwann noch drauf. Hat ungefähr am längsten gedauert. Und hier ist dann der Adlerkopf im Gebirge. Was so viel bedeutet wie das erste Tier ist die Krabbe im Ufer. Das zweite ist das Reh im Tal. Das dritte ist der Bär im Berg, am Berg. Und das letzte Tier der Adler im Gebirge. Habe ich gedacht, ja, 1, 2, 3, 4, alle rein, hat nicht geklappt. Warum nicht? Ich habe erstmal gedacht, ich habe natürlich irgendwas falsch gemacht, ne? Ich habe auch was falsch gemacht, aber nicht das, was man jetzt denken könnte. Die Tiere waren so in der richtigen Reihenfolge so und auch so richtig zugeordnet. Der Gedanke war überhaupt nicht falsch. Das Problem ist dieses Wort hier. Das letzte Tier ist der Adler, nicht das vierte. Denn tatsächlich müssen wir die anderen vier Tiere, die da rumstehen, auch noch zuordnen. Und das hat auch wieder gedauert, bis ich das endlich mal gereilt habe. Jetzt ist also die Frage, 1, 2, 3 und 8 haben wir rausgefunden, 4, 5, 6 und 7 müssen wir noch rausfinden. Sind allerdings alle in diesem netten Manuskript hier untergebracht. Und zwar im zweiten Teil jedes Satzes. Das erste Tier kam vom Ufer und hatte Angst vor den mächtigen Wellen. Mächtige Wellen, oder einfach nur mächtig, als Verhalten sozusagen. Das zweite Tier aus dem Tal hatte Angst vor dem Fluss mit seinen schnellen Strömungen. Schnell. Das dritte Tier kam aus den Bergen und versteckte sich vor dem Regenguss. Es versteckte sich vor dem Regenguss. Und das beim vierten, hier beim letzten, hörte den brüllenden Zorn des Herrn. Bei einigen ist es nicht ganz so offensichtlich. Bei mächtig hatte ich als erstes gedacht Löwe, aber Löwe passt besser zu brüllen. Deshalb ist mächtig, Giraffe, Affe und Elefant blieben noch übrig, kann ja eigentlich nur der Elefant sein. Bleiben noch Affe und Giraffe. Einer davon ist schnell, einer versteckt sein Haupt oder seinen Kopf, sage ich jetzt einfach mal ganz dreist, vor dem Regenguss. Also wissen wir, schnell ist der Affe und verstecken tut sich die Giraffe. Also haben wir das erste Tier, am Ufer ist die Krabbe, das zweite Tier im Tal ist das Reh, das dritte Tier in den Bergen ist der Bär. Das vierte Tier, jetzt fangen wir wieder von oben an, ist der Elefant, der mächtige. Das fünfte Tier ist der schnelle Affe. Das sechste Tier ist die Giraffe, die den Kopf versteckt. Das siebte Tier ist der Löwe, der brüllt. Und das achte Tier ist dann der Adler im Gebirge. Und Leute, ich sag euch, Alter, das ist selbst so flüssig, wie ich es jetzt erklären konnte. Ne? Ich kann es nur so flüssig erklären, weil ich es davor ständig und immer wieder neu machen musste. Und alter Schwede, das war ätzend, Leute. Wie komme ich jetzt nochmal zurück? Na, los. Ah, da geht's zurück. So. Also wirklich, ey. Dieses Rätsel ist nicht für schwache Nerven, Mann, ey. Das ist
Harte Kost, Mann, das ist schwierig. Das hätte auch im ersten Teil sein können. Von wie woher? Da waren ja auch so schwierige Rätsel. Ne, also ich glaube, das war jetzt die richtige Reihenfolge, müsste zumindest. Also, was habe ich jetzt gesagt? Als erstes, die Krabbe, ich kann es einfach aus dem Gedächtnis. Dann das Reh. Dann der Bär. Dann der Elefant. Dann der Affe. Dann die Giraffe. Dann der Löwe. Und dann die Möwe, die ein Adler ist. Aber es reimt sich besser als Möwe. Und die überaus banal. Jemand hat versucht, diesen Safe gewaltsam zu öffnen. Oh, ja, tatsächlich sieht man hier. Und wir haben es mit Verstand geschafft. Und hier unten sieht man es übrigens auch so. Ach, endlich, Leute, was ist das hier? Flackige Asche. Ja, ich kann mich schon nicht mehr daran erinnern, was wir eigentlich... Ich habe auch die meisten Hinweise wieder alle vergessen. Von daher, ich nehme einfach mal alles mit. Ein Stück Papier, lesen uns das mal durch. Ja. Brief von Brumsby an Fowlett. Mein treuer Freund, wie ich Ihnen während meines letzten Besuches mitteilte, haben die Differenzen zwischen Grimble und meinem Neffen eine dramatische Wendung genommen. Es scheint, als habe dieser undankbare junge Mann die Oberhand gewonnen, und wenn er sich nicht mehr beklagt, nehmen es ihm die Vorarbeiter und einige der Arbeiter ab. Ich bitte Sie um Ihre Hilfe. Ich bezweifle, dass der junge Waits, keine Ahnung, ein Taugenichts ist, aber seine Bekanntschaften hier in London wirken negativ auf ihn ein. Würden Sie die Güte haben, besitzen, Peste besser, aber egal, ihm fernab der Stadt in seinem Studium zur Seite zu stehen? Ich glaube, dass Ihre Gesellschaft ihm die richtigen Werte vermitteln und er auf den richtigen Weg zurückfindet. Und ich stehe auf ewig in der Schuld seiner armen Mutter und kann nicht aufhören, mir trotz seiner Undankbarkeit, Gedanken über seine Zukunft zu machen. Ihr Freund Melvin Brumsby. Ah ja, Grimble war nochmal, entweder der Anwalt oder der eine Geschäftspartner war. Fowlett war das, glaube ich, ne? Wir sind in Fowletts Haus, ne? Ach, das ist ja an Fowlett, was? Jetzt, ja, stimmt, ist ja Fowletts Haus, deshalb macht Sinn, dass der Brief von Fowlett hier liegt. Die Rente zwischen Griffin und meinem Neffen, ach. Ich komme gerade nicht drauf klar, muss ich mal später irgendwie, wenn es drauf ankommt, muss ich mal drüber nachdenken. Urteilstext. Der Fall Miller, Simpson, Kirby und Collins. Das Gericht sprach die Herren Miller, Simpson, Kirby und Collins wegen Raubes schuldig. Besagt darauf, fand im Gasthaus The Golden Apple in der Nacht vom 21. Februar 1892, boah, das ist lange her, statt. Die Herren Miller, Simpson, Kirby und Collins wurden jeweils dazu verurteilt, Mr. Irano Castiglietti ein Bußgeld in Höhe von 125 Pfund zu zahlen. Ist Pfund, meine ich, denke ich mal. Ja, das ist korrekt. Also, wenn wir irgendwelche Menschen mit diesem besagten Namen... Ja, aber irgendwie kenne ich doch gar keinen einzigen Namen davon, oder? Oder Miller kommt mir ein bisschen bekannt vor. Simpson und Kirby nur aus Film und Fernsehen und Spielen. Weiß ich nicht. Jedenfalls sollten wir uns diese Kneipe hier, dieses Gasthaus merken. Und das Datum. Brief aus Caracas. Oh, das war danach, wie wir sehen. Aus Venezuela. Verehrter Mr. Fowlett, ich habe den Neffen Ihres... Ah, hier steht kein Datum, schade. Ich habe den Neffen Ihres Freundes persönlich willkommen geheißen. Wyatt Collins scheint auf den ersten Blick kein schlechter Kerl zu sein, aber ich denke... Warte mal, hä? Also hier sagt jetzt quasi, Brumsby zu Fowlett, dass dieser Fowlett auf den Neffen achten soll. Wo stand hier nochmal? Ich bezweifle, dass der Junge... Ja, genau. Also der Neffe von Brumsby ist anscheinend dieser Weid. Ich nenne ihn einfach mal Weid. Ich habe keine Ahnung, wie man ihn ausspricht. Also das ist Weid. Er hat ja gesagt, also Brumsby hat ja auch schon gesagt, das ist ein Taugenichts. Und hier wurde dann gegen einen gewissen Collins, von dem wir merken, dass das dieser Weid ist,
ist ja kein Wunder, im Brief sagt er natürlich nicht den Nachnamen, dass dieser besagte White tatsächlich ein, naja, böser Bube ist. Nachdem der diesen Raub hier begangen hat und auch schuldig gesprochen wurde, obwohl eigentlich so schlimm ist der Raub jetzt auch nicht, 125. Obwohl, wenn es jeder war, sind ja schon wieder... Okay. Ja, auf jeden Fall, nachdem dieser Collins als schlimm oder als böser Bube verurteilt wurde, sagt er hier, scheint auf den ersten Blick kein schlechter Kerl zu sein. Aber ich dachte, ach, okay, das macht eigentlich auch Sinn. Aber ich, also eigentlich macht Sinn, ja, ja. Wieso sage ich obwohl, eigentlich macht sogar Sinn. Aber ich denke, dass er eine feste Hand benötigt. Er fand Arbeit als Aufseher in den Kupferminen nahe der Grenze. Ich glaube, dass unser arbeitsarmer Lebensstil, ist oft mit viel Arbeit verbunden, natürlich eine gesunde Wirkung auf ihn haben wird. Hochachtungsvoll, Grad Sullivan, der Hauptvorarbeiter. Also, wessen? Also, warte mal, was? Grumsby schickt seinen Neffen zu Fowlett und Fowlett schickt den dann in die Mine. Richtig? Wow. Holy moly. Britische Botschaft, das kam wesentlich später. Okay, das ist alles nicht so viel zu lesen. Perfekt. Oh, cool. Hey, schön. Vielleicht eine Kombination? Ach, guck mir später. Wenn es drauf ankommt. Ich glaube, den Rest des Partys kann ich mit Lesen verbringen. Verdammte Axt, ich schon wieder. Die britische Botschaft in Brasilien. Ich muss schon wieder rülpsen. Aber ich werde es versuchen, nicht zu machen. Jetzt habe ich es doch gemacht. Mr. Fowlett, es sei Ihnen hiermit mitgeteilt, dass ein britischer Untertan der Krone namens White Collins von der brasilianischen Polizei im Gebiet Guayaquil verhaftet wurde. Nicht schon wieder. Unsere Botschaft hat es sich zur Aufgabe gemacht, die jeweiligen Parteien in England zu informieren, wenn ein britischer Bürger hier eines Verbrechens angeklagt wird und nicht über die hinreichenden Mittel verfügt, einen geeigneten Rechtsanwalt vor Ort mit seiner Verteidigung zu beauftragen. Yep, er ist halt relativ arm dran, der Collins. Da die besagte Person zu einer Gefängnisstrafe verurteilt werden könnte, müssten Sie, wenn Sie ihm helfen möchten, entsprechende Arrangements über die brasilianische Botschaft in London in die Wege leiten. Ja, Attaché. Also, ja, wir merken also, dieser Collins hat sich nicht gebessert in diesen 2 Jahren. Britische Botschaft in Brasilien, nochmal 2 Jahre später, beziehungsweise 1,5. Mr. Fowler, es sei Ihnen hiermit mitgeteilt, also macht das irgendeinen Unterschied? Ist er jetzt verheiratet oder so? Hat das irgendwas zu bedeuten? Aus dem Gefängnis entlassen wurde. Oh, scheiße. Tja, Pech gehabt, ne? Wie Sie bereits wissen, hatte Mr. Collins in den letzten 10 Monaten aufgrund seiner guten Führung und der Fürsprache des Gefängnisdirektors von Guayaquil, der als Soldat in der Armee Ihrer Majestät gedient hatte, Freigang. Zu den Bedingungen seines Freigangs gehörte, dass Mr. Collins das Hoheitsgebiet nicht verlassen durfte. Jetzt, nach seiner Entlassung, steht es ihm frei, das Land zu verlassen. Ah ja, also, vor 10 Monaten oder nach 10 Monaten? Ist eigentlich relativ wump. Auf jeden Fall scheint es, dass er dann tatsächlich nach diesem Vorfall in den Knast kam. Habe ich gesagt, 1,5? Ich meine 2,5 Jahre. Also 24 Monate, so ungefähr 30 Monate und nach 10 Monaten oder nach 20 Monaten, finde ich jetzt gerade nicht in dem Text, da steht's. In den letzten 10 Monaten, also nach 20 Monaten, hätte er fast aufgrund guter Führung freigelassen werden können. Beziehungsweise wurde er das? Ist auch egal, auf jeden Fall hat es versaut und darf jetzt wieder zurück nach London. Also nicht jetzt, sondern 1897. Ja, jetzt müsste ich das natürlich in Zusammenhang bringen mit den anderen Texten. Ah, Kacke, ist zu lange her. Ich weiß nicht mehr, wann die Kerle aus Indien kamen oder wann was in Indien passiert ist und bla. Deshalb Testamentsentwurf von Sir Bromsby. Also dessen Testament, aber da ist die Unterschrift von Fowlett drauf. Der ja der Anwalt ist. Also, und die Schrift ist verdammt schwierig zu lesen. Ihr werdet sie wahrscheinlich gar nicht lesen können. Ich lese sie einfach mal vor.
Den Wünschen Sir Bromsbys Folge leistend, ist dieses Testament ungeachtet Miss Lavinias Volljährigkeit zugunsten von Hermann Grimble ausgestellt worden, vorausgesetzt er scheidet nicht vor dem Erblass. Vor dem Erlasser, nenne ich es jetzt einfach mal, oder Erblasser. Auf jeden Fall vor Sir Bromsby aus dem Leben. Also, dieses Testament ist zugunsten von Grimble geschrieben. Wieso eigentlich ungeachtet Miss Lavinias Volljährigkeit? Eigentlich wäre es doch eher... Ach so, ja doch, macht ja Sinn, ungeachtet Miss Lavinias Volljährigkeit. Also, obwohl Lavinia schon volljährig ist und dementsprechend ein Recht auf das Erbe hätte, hat Bromsby trotzdem dieses Testament zugunsten von Grimble geschrieben. Nur halt, das macht nur so lange Sinn, bis Grimble halt vor Bromsby stirbt, sonst macht ja keinen Sinn. Also Miss Lavinia wird eine beträchtliche Pension erhalten. Sollte Miss Lavinia vor Mr. Grimbles Tod, vor Mr. Grimbles Tod heiraten, so erhalten sie und ihr Gemahl zum Nachteil von Mr. Grimble die Verfügungsgewalt über den Bromsby-Nachlass. Ach so, weil dann wieder ein Mann in der Familie ist sozusagen. Glaube ich, dass es daran liegt. In jedem Fall behält Mr. Grimble jedoch das Recht, die täglichen Abläufe von Bromsby Enterprises zu überwachen. Ja, er war ja Geschäftspartner und es macht eigentlich wirklich mehr Sinn, dem dann die Geschäftsrechte zu geben, anstatt der Tochter. Und erhält zudem Einsicht in alle Dividendenanteile, einschließlich seiner persönlichen Investition in das oben erwähnte Unternehmen. Also halt in die finanziellen Gegebenheiten da. Anhand von Gesetzestexten sollte herausgefunden werden, ob bezüglich der Volljährigkeit der Erben die Aufächtung oder Anfechtung eines solchen Dokuments erfolgt haben würde. Also wenn Bromsby stirbt, kriegt Grimble das Unternehmen, sozusagen, ganz grob gesprochen. Was ja gut ist für Grimble, genau. Brief von Bromsby an Fowlett mal wieder. Wahrscheinlich will er sich erkundigen, wie es Colin geht, könnte ich mir jetzt vorstellen. Vielleicht hat er sogar erfahren, dass dieser im Knast ist, obwohl es ja kurz vor der Entlassung ist tatsächlich. Aber gucken. Mein treuer Freund, ich werde nicht in der Lage sein, Ihnen, wie verabredet, nächste Woche einen Besuch abzustatten. Eine schreckliche Enthüllung hat sich meinen üblichen Sorgen hinzugefügt. Ich hatte Ihnen ja bereits von den Prahlereien meines Neffen zur Zeit einer Beschäftigung in der Zementfabrik... wie hat er denn schon wieder die verdammte Arbeitsstelle gewechselt? Naja. Und den Anschuldigungen, die er gegen Grimble erhoben hat erzählt. Der jüngste Besuch des Steuerbeamten Ihrer Majestät hat wenig dazu beigetragen, die Verdachtsmomente zu verringern. Der Mangel an Zeit und vielleicht auch der Mut erlaubt es mir nicht, Licht in Hermanns Machenschaften zu bringen. Hermann war, glaube ich, der Minentypi, oder? Ich gucke mal ganz kurz nach. Hier war es nicht. Hier war es. Nee, der war es nicht. Und da ist der war denn jetzt immer Hermann. Ach, ist doch egal. Eigentlich ist es nicht egal. Denn Hermanns Macht zu bringen. Aber ich werde sie die vollständige Wahrheit so bald als möglich enthüllen. Wie konnte ich nur jemals glauben, in solch einer Weise betrogen zu werden? Ihr Freund Bromsby. Ja, ist natürlich die. Wer war jetzt immer Hermann? Der ist es nicht. Da ist er auch nicht bei. War der hier irgendwie erwähnt? Oder war der hier drin erwähnt? Ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall läuft es mit diesem Neffen anscheinend nicht ganz so gut und wir haben hier ein bisschen was vom Testament und so. Und ein bisschen was dazugelernt, ja, kann man so nennen. Eine Zahlenreihe. Es sind nur 1 und 2 drin, ja, das ist ziemlich offensichtlich. Und die Zahlen werden immer länger. Das könnte bedeuten, dass die Zahlen, also die Reihen, immer aufeinander aufbauen. Zum Beispiel 1 plus 0 ist 1, 1 plus 1 ist 2 und dann nur 1. Irgendwie kommt mir diese Reihe sehr bekannt vor, aus der Informatik. Ist, glaube ich, auch eine sehr bekannte Reihenfolge, aber ich weiß gerade nicht genau, wie das funktionierte. Ah doch, ich glaube, ich weiß es wieder. Wir haben hier eine 1, also haben wir eine 1. Jetzt haben wir 2 1. Jetzt haben wir eine 2 und eine 1. Jetzt haben wir eine 1 und eine 2 und dann nochmal 2 1. Okay, ich hab's gelöst.
Ja, kennt man halt. Das sind so die gängigen Dinge, die man kennt. Und ich kann es nicht aus der Informatik, sondern einfach so. Okay, dann werde ich mich, doch hier irgendwas Interessantes? Wahrscheinlich im nächsten Part dann... Holmes! Murray hat gerade einen Schlüssel im Garten gefunden. Dem Garten widmen. Genau. Weil ich wusste nicht genau, was kommt, aber ich dachte mir schon, dass irgendwas kommt. Ansonsten hätte ich jetzt einfach gesagt, dem Haus widmen, also dem Rest des Hauses. Aber okay, dann werde ich mich im nächsten Part dem Garten widmen. Alles klar. Bis dahin. Tschüss.